Es sind also doch 8 und die Königin, nicht mit der Königin, wie ich dachte. Panzer der Valkyrie, Hacksilber, Skadastahl. Ja, ich hätte die schon gerne. Wir sparen doch mal drauf einfach. Ja, dann kann ich aber doch jetzt bestimmt hier kaufen. Ressourcen. Hier. Chaosflamme, dann können wir jetzt verbessern. Chaosklingen. Widerstand ist zwecklos. Perfekt. Ja. Und dann können wir jetzt Fähigkeiten hier alle finalen Fähigkeiten erlernen. Wir haben damit alle Sachen gelernt, die es gibt. Und bekommen dafür nicht mal eine Trophäe. Das ist ziemlich traurig. Worüber haben wir noch geredet? Okay. Ja, dann haben wir das jetzt fertig hier soweit und können dann jetzt raus hier und müssen jetzt nach Alfheim. Um uns dort um die letzte 8. Valkyrie zu kümmern. Ich freue mich drauf. Und die müsste eigentlich dann auch den Beinschutz dabei haben, weil dann haben wir die Valkyrenrüstung vollständig. Das ist super cool. Cool ist heute mein Lieblingswort übrigens. Niflheim, Asgard. Warum gibt es Asgard, wenn man da nicht hinkommt? Helheim, Alfheim. Ich habe wohl keine Ahnung, wo die verborgene Kammer ist. Ach, vielleicht wird die angezeigt. Natürlich wird die nicht angezeigt. Wie kann ich sowas auch nur denken? Ist ja töricht von mir. Ich habe eine Idee, wo sie gewesen sein könnte, aber Konjunktive, man achtet auf die Mehrzahl, Konjunktive, haben hier nichts zu suchen. Wir wollen Gewissheit und die haben wir nicht und das ist furchtbar. Bin heute in richtiger Redelaune. Nein, alles gut. Nee, ich möchte nur gerne jetzt diese letzte Valkyrie auch noch erledigen. Alfheim. Wie habe ich die sanfte Brise und den süßen Duft von Geißblatt und Blut vermisst? Tja, dem Himmel nach zu urteilen, kontrollieren die Lichtalben derzeit das Licht. Erkläre. Wisst ihr, die Lichtalben und die Dunkelalben kämpfen ständig um das Licht. So viel wissen wir. Aber wusstet ihr auch, dass die Herrschaft über das Licht nicht weniger als 213 Mal gewechselt hat? Es ist wahr. Jede Seite hält sich für den rechtmäßigen Willen des Lichts und behauptet, um zu überleben. Aber Tatsache ist, der Krieg dauert schon so lange an, dass sie sich darüber definieren. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch gar nichts gegen ihn. Ich will doch einfach nur hier in Ruhe meine Tür finden. Meine magische Tür finden. Dann bin ich schon wieder weg. Also, erklär mir das. Svartalfheim heißt Land der Dunkelalben? Richtig? Richtig. Aber die Dunkelalben leben doch schon sehr lange in Alfheim. Und überhaupt, sind Zwerge nicht aus Svartalfheim? Sehen aber anders aus. Findest du? Dann bist du wesentlich scharfsinniger als die Asen. Sie kennen offenbar den Unterschied nicht, haben sich aber den Namen einfallen lassen. Die Zwerge nennen ihre Heimat Nidavellir. Die Dunkelalben kommen gar nicht aus Svartalfheim? Absolut nicht. Sie sind nur andersfarbige Alben. Niemand weiß, wer zuerst da war, aber sie kommen alle aus Alfheim. Warum kämpfen sie dann, obwohl sie gleich sind? Du bist ja niedlich. Hä? Das ist der Lauf der Dinge. Oh, das ist traurig. Ach, Atreus.
Ach, Atreus. Ist das schön. Also auf jeden Fall schöner als vorher. So, da oben ist der Weltenriss. Den würde ich auch noch gerne nach Möglichkeit erledigen. Wir schauen mal. Boah, es ist lange her, dass wir hier waren. Oh, ich spiele zu viel. Wisst ihr, woran man merkt, dass man zu viel spielt? Wenn ein Video, was man vor so, ich will jetzt nicht lügen, vielleicht eine Woche aufgenommen hat, einem vorkommt wie ein Monat. Dann spielt man zu viel. Lass mich einfach in Ruhe, bitte, ja? Direkt hinter dir! Wie war das nochmal? Drehen und direkt laufen, ne? Jo. Hey, warte auf mich! Mal gucken, wie stark die sind, ich weiß es nicht. Komm! War aber ein sehr humaner Weltenriss, muss ich sagen. Ernsthaft, da oben drauf habe ich, das war echt, ich weiß, warum ich das habe liegen lassen, weil ich keinen Bock hatte, nochmal oben hinzulaufen. Und das war das letzte Artefakt, was gefehlt hat. Das ist, blödes Wort, ich mag es eigentlich gar nicht, das ist Karma, wisst ihr das? Wenn man sich so denkt, komm, du nimmst immer alles mit und das eine Mal gönnst du dir eine Ausnahme. Das eine Mal, das wird schon nicht wichtig sein. Was ist es? Das ist, ja, es war so klar. Na gut. Ich weiß nicht, wo die Tür ist, die uns führen wird zur Walküre. Ich weiß nicht, wo die Tür ist, doch wir werden sie finden. Da, da, da. Da, da, da. Kamera, bitte, Kamera. Danke. Freyas Tempel. Der Ring ist genauso schön wie in meiner Erinnerung. Freya. Ein Warngott. Freyas Bruder. Freya und die Alpen haben eine Verbindung. Deshalb ist er als Gott hier willkommen. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Die ist nicht da. Ich komme da gar nicht mehr hin, oder? Ich komme wieder rein. Wieder rein, oder? Wo war die Tür? Ich weiß es wirklich nicht. Sieh her. Bin eine Schatzkarte. Ich kenne. Das hatte ich mich schon gefragt. Okay, keine Schatzkarte. Ich wollte schon fast sagen. Das Licht ist wieder unser, doch wir haben keine Zeit zu verlieren. Nur die Rückkehr von Freyr kann den Frieden sichern. Sicher wurden wir von Mächten befreit, die auf sein Geheiß hin kamen, wie das Zauberschwert. Der Freyr selbst bleibt verschollen, wir müssen ihn zu Hilfe eilen. Manche glauben, er sei nach Vanaheim zurückgekehrt, andere wiederum, er werde in Asgard festgehalten. Beide Pfade sind uns verwehrt. Jetzt, da der Tempel gesichert ist, ist es an allen Alben, unsere verlorenen Herren zu retten. Aha. Viel Erfolg dabei. Nein, Atreus. Die Dunkelalben mögen jetzt geschwächt sein. Aber andere werden sie anführen. Und sie werden sicher wieder angreifen. Ne, ich muss gucken, wo die Tür ist, Leute. Ich finde die nicht. Verstehe. Wie finde ich denn den Ort, wo die sind? Hm.
Okay, wir sind hier falsch. Ein Moment bitte. So. Ja, wir sind falsch. Wer hätte es gedacht? Wir müssen gar nicht in den Tempel, sondern zum anderen Strand. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was da genau war. Denn an den Riss auf der einen Seite, auf der rechten Seite, konnte ich mich erinnern. Aber egal. Wenn die Walküre denn dann da ist, bin ich erstmal glücklich und zufrieden. Also müssen wir auf die rechte Seite rüber. Und los geht's. Ruder, Ruder. Ruder, Ruder. Hier war eine verborgene Kammer, da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern. Mal da. Was haben wir hier? 1, 2, 3. Na, ist nicht wahr. Oh, yay, noch mehr Gegner. Das war viel zu einfach. Da, 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 da. Jetzt bin ich auch ein Profi, der die Walküren erschlägt. Da, 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 da. Da, 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 da. 12 von 18. Da, 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 da. Okay, gut. Hier ist also irgendwo die letzte Walküre, ja? Ene, mene, mu und raus bist du. Ich sag hier. Ja, tatsächlich. Cool. 7 von 7 gefunden. Und gleich werden wir die Walküre auch noch töten. 1. Zwei. Hallo, Kammer von Odin. Ich komme, um eine Walküre zu finden. Da 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 da. Da da da. Ich werde euch alle zerhacken. Zerhacken. Warum 6 von 7? Warum 6 von 7? Ich werde euch zerhacken und euch die Flügel rausreißen und sie essen. Was? Ich werde eure Flügel essen. Flügel haben viele Nährstoffe. Flügel haben viele davon, noch hinkt sie schon. Flügel haben Nährstoffe. Flügel haben Kalzium. Flügel machen euch stark wie Spinat. So. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ein bisschen frisches Hack. Oder eben ein graviertes Siegel des Mutes. Ist das gleiche. Atreus, du bist so motiviert. Das freut mich. So, das nehme ich mit. Was haben wir hier? Ein bisschen Hack. Was haben wir hier? Ein bisschen Hack. Okay, die letzte. Noch eine Walküre. Ja. Können wir sie befreien? Wir können sie nicht so zurücklassen. Dräng mich nicht. Wenn wir bereit sind, greife ich an. Angriff! Alter.
die ist ja wieder so eine blöde Walhallfrau. Walhall. Meine Güte. Der war gut hier, ja? Hier hast du mein Ulm. So, du kommst mit Walhall an, ich komm mit Ulm. Aua. Boah. Gegenwehr zwecklos, denn ich bin ein Krieger des Olymps. Autsch, hätte ich mal nichts gesagt. Boah, die haut aber rein. Ich konnte das daneben gehen. Oh Gott. Alles gut, Atreus. Ich lebe, wenn du mir hilfst. Danke. Bin wieder da. Jetzt wird hier erstmal ordentlich die Walküre verprügelt. Wortwörtlich. Ach komm, jetzt hör auf. Walhall, ich raste aus, Alter. Walhall! Entschuldigung, es geht halt manchmal mit mir durch. Kann nichts machen. Walhall! Danke. Ach komm. Walhall.
nicht wahr sein, ne? Geht's dir gut, Bruder? Valhall, Mann. Ja, sind Valhall. Alles gut, ich lebe. Den ganzen Tag machen. Tschüss, Valhall, Mann. Freiheit. Wo ist deine Königin? Meine Königin? Sie hat dir das angetan. Sie lässt die toten Midgard überrennen. Das kann nicht sein. Ich wollte es auch nicht glauben, Werteste, aber wir müssen sie finden. Wo ist sie? Ich bin nicht sicher, aber der Röxtel auf Valkyria. Wenn der Rat der Acht wieder vereint wird, erhört sie vielleicht unseren Ruf. Ich wäre auch gerne Valkyre. Eine männliche Valkyre. Natürlich. Das war wohl unsere letzte. Ja, Junge. Oder eine weibliche, wäre auch nicht schlecht, ne? Cool. Was bekommen wir denn hier Schönes? Diese Königin. Sie ist stark, oder? Stärker als die anderen Valkyren bisher. Das ist noch untertrieben. Dann müssen wir uns vorbereiten. Yay, tatsächlich. Hüftschutz der Valkyre. Wir haben die ganze Valkyrenrüstung. Das ist natürlich sehr cool und wir können die natürlich alle nicht verbessern, weil wir zu wenig Geld haben. Entschuldigung, ist aber so. Okay, gut, wir haben es geschafft. Dann verduften wir uns mal ganz schnell hier. Wir haben alle Valkyren. Wir haben es geschafft. Okay. Dann packen wir einmal ganz schnell unseren Koffer und nehmen mit eine Teleportation zurück zu Brocks Laden, bitte. So. Also haben wir jetzt für mich... Das Einzige, was eigentlich noch fehlt, ist, dass wir die Axt perfektionieren, ne? Es fehlt noch dieses eine Upgrade für die Axt, aber ich weiß nicht, wie wir da dran kommen. Kann ich auch mal ganz schnell recherchieren. Ich bin jetzt eh schon so freudig dabei. Bin ich das denn? Das finden wir gleich raus. Bei Brock im Laden. Hat auf jeden Fall irgendwas mit diesem blöden Sammelort da zu tun. Ihr wisst schon, dieser blöden Sammelwelt. Ich hasse die. Mit Zeitdruck. Na gut. Was auch immer die Entwickler sich dabei gedacht haben. Entschuldigung. Bisschen doof. Okay, und einmal bitte schmieden. Genau, ran an die Arbeit. Hüftrüstung können wir natürlich nicht verstärken, weil uns dafür das Money fehlt. Wir könnten aber verkaufen Artefakte. Und wir haben hier jetzt die Galionsfiguren sind vollständig, die können weg. Ich hoffe, du bist zufrieden. Kriegsbeute, Ikenhörner, Broschen, Sayor-Maske. Was sind das gewählt? Kriegsbeute, Ikenhörner, ich weiß es gar nicht. Hier Broschen 30.000, Ikenhörner 15.000, 22.000, 200. Komische Zahl, ne? Okay, herstellen, nee, kaufen, Ressourcen, Frostflamme, und zwar kalte Nebel von Nilfheim. Ich weiß nicht, wie wir da dran kommen. Ich guck mal ganz schnell nach. Weil das wäre eigentlich so sinnvoll, dass wir auch die Axt da noch fertig haben. Kalte Nebel von Nilfheim. Bla bla bla.
Okay. Machen wir. Okay, Deal. Wir holen die jetzt noch schnell. Und ja, die Königin der Walküren gönnen wir uns dann beim nächsten Mal. Dann müssen wir jetzt einmal wieder hier alles umstellen. Ich weiß nämlich, wo wir dieses Ding bekommen, was wir brauchen. Ich weiß nicht, warum ich singe, aber ich habe Lust drauf. Wir brauchen 5000 von diesem blöden Nebel. Man, draußen blitzt es. Es ist total nervig. Alfheim, Helheim, Vartafelheim oder so ähnlich. Asgard, Niflheim. Ja. Wir brauchen 5000 von diesem Nebelquell-Gedöns-Zeugs. Und damit können wir dann aus einer Truhe in der Hauptkammer unsere benötigte Axtverbesserung kaufen. Mit der fertigen Axt werden wir dann den Kopf der, mach mal schnell hier, Walkürenkönigin spalten. Ich bin heute echt nicht gut drauf, ihr merkt das schon. Ich bin für den Krieg gesalbt sozusagen. Wäre schön blöd, wenn wir wenigstens nicht das finale Upgrade für die Axt mitnehmen, oder? Das gehört ja auf jeden Fall dazu. Ich finde es ein bisschen schade, auf lange Sicht ist ja jetzt, wie gesagt, es ist ja alles okay, ne? Okay, aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht die Schnellreisemöglichkeit auch in andere Welten nutzen können. Das würde das Ganze ein bisschen entspannter machen, als immer diese Reise machen zu müssen. Yay, hat mir das gefehlt. Niflheim. Bester Ort ever. Entschuldigung. Nicht böse gemeint. Ich bin aber erstmal einfach nur froh. Wirklich, ich bin einfach froh, dass wir die Arena geschafft haben. Inklusive der Walküre. Ich habe keine Ahnung, wie stark jetzt die Königin der Walküren wird. Ihr habt ja gehört, die ist noch viel stärker. Ist ja nicht so, dass die schon schlimm genug waren, aber... Naja. Verbesserung gefällig, bevor ihr die Weltenrisse angeht. Ich gehe deine Weltenrisse gar nicht an, weißt du? Ich habe keine Lust, jetzt hier die Sachen zu farmen. Tut mir echt leid. Und ein Schwung. Und ein Schwung. Und ein Schwung. Und... Und ich bekomme 200, das ist nicht so viel. Nochmal ein paar, war jetzt auch nicht so viel. Ich gehe hier mal lieber jetzt schon hoch. Ich meine, hier war doch auch so eine Art Speicherpunkt, oder? Jo.
Die müssen wir öffnen. 5000 brauchen wir. 5000. Das heißt, wir haben gut die Hälfte. Das machen wir schon. Atreus, das hat leider nicht funktioniert. Danke dir trotzdem für deinen Versuch, mich zu retten. Ah, ich liebe das einfach. Ja, wir müssen ja im Nachhinein nur einmal nochmal so eine Kiste finden, die uns... Okay, da oben ist sogar ein Speicherpunkt. Das ist ja sehr cool. Immerhin, das haben wir geschafft. Okay. Wir brauchen 5000 und haben es bald zusammen. Ja, okay. Okay. Bloß nicht sterben, das fehlt jetzt noch. Okay. Gut aus, das sieht nicht gut aus. Falsche Seite. Vater, der Fluch! Ja, wir schaffen das, Atreus. Alles gut. Meier. Besser als gar nichts, ne? Es fehlen noch 1500 und dann haben wir es. Aber merkwürdig, oder? Dass ich das einfallen lasse, dass man das da freikaufen muss. Lootboxen! Yeah.
Okay. Keine anderen Kisten mehr. Das ist ja sehr enttäuschend. Das Spiel hat mich nicht mehr lieb, oder? Gerade relativ traurig, was wir hier finden. Okay, dafür haben wir hier ein bisschen was. Mann, ist das mühsam. Kann Atreus nicht welche heimlich mitsammeln oder so? Nochmal 500 eingelagert. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich die Kiste hier gar nicht aufgemacht. Noch 1000! Yay! Was ein Schwachsinn. Hasse es. Ich hasse Spiele, in denen Attacken in der Ausführung unterbrochen werden können und danach die Aufladung leer ist. Ich finde das unmöglich zum Kotzen. Das ist einfach unglaublich zum Kotzen, sowas. Das ist, Entschuldigung, aber das hasse ich einfach. Lass mich raten, dass wir so eine fette Kiste mit Tausenden von dem Zeugs. 1360, ich fass es nicht. Das ist so krass. Einfach nur Glück haben, dass so eine Kiste da rumsteht, wisst ihr das? Bin ich aber auch ganz froh, weil dann haben wir es jetzt und ich kann in Ruhe jetzt hier hochgehen. Wir können uns jetzt das Ding kaufen. Ich lese jetzt extra nochmal nach, dass es auch wirklich die richtige Kiste ist. Nicht, dass wir jetzt die falsche aufmachen. Moment. Dritte Kiste von links. Die erste haben wir geöffnet. Die zweite kostete nur 2500. Also quasi hier. 1, 2, 3. Gib es mir. Tatsächlich, kalter Nebel von Niflheim. Wir haben ihn und können damit jetzt
unsere Axt auf den maximalen Stand bringen. Und dann mit der perfekten Axt beim nächsten Mal, in der nächsten Aufnahme für euch, für mich gleich, die Königin der Walküren töten. Ah ja, macht ihr mal alle. Viel Spaß. So. Die Kreissägen fand Ivaldi am besten. Meiner Meinung nach. Kaufen Ressourcen, Frostflamme. Verbessern, Leviathan-Axt. Würdig. In der Tat. Gute Reise, ihr zwei. So. Okay, damit sind wir hier fertig. Wir laufen zurück und müssen zurück nach Midgard. Ja. Soll ich sagen? Ist nicht schlecht, oder? Wir müssen jetzt nur überlegen, ob wir jetzt wirklich versuchen, uns die Rüstung der Walküre hochzupushen oder ob wir bei unserer bleiben. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich würde ganz gerne die der Walküre nehmen. Problem sehe ich nur darin, dass die irgendwie von den Werten nämlich nicht so richtig überzeugt. Beziehungsweise, dass es sehr, sehr teuer ist, die. Ich würde die wirklich gerne nehmen, aber ich weiß nicht, wie es mit dem Verbessern aussieht. Wir gucken mal eben. Verbessern Brustpanzer. Können wir nicht mal machen. Größere Feuerwappen, keine Ahnung. Armrüstung. Das könnte ich machen. Naja. Muss mal kurz. Alles? Er ist nämlich schon besser, tatsächlich. Ja. Gut, dann nehmen wir doch die Rüstung. Alles klar, dann würde ich sagen, Leute, das soll es gewesen sein. Wir haben unsere Rüstung fertig, wir haben die Leviathan-Axt maximiert. Dann kämpfen wir jetzt mit der Rüstung der Walküre. Ist doch auch cool, oder? Danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal gibt es die Königin der Walküren. Bis dann, ciao. What is it saying? He wants to help us!
Versprechung.